Hallo bei Rennrad News. Vor mir steht das neue Specialized Crux. Es ist das neue Specialized Cyclocross-Rad, aber es ist auch das neue Specialized Gravel Bike. Specialized überführt sein Cyclocross-Rad in die Gravel Bike-Kategorie mit massig Reifenfreiheit, 47 mm. Und Specialized überführt außerdem die Technik seines Aethos, also dem leichtesten Rad aus der Serie, mit dem Specialized letztes Jahr Gewichtsrekorde gebrochen hat. Die Technik von diesem Rad überführt Specialized ebenfalls in das Crux und damit steht hier vor mir ein Gravelbike, das 7,25 Kilo wiegt und damit sicherlich zu den leichtesten Gravelbikes der Welt gehört. Ich bin hier in Löwen bei der Radweltmeisterschaft. Ich konnte das Rad rund um die Radweltmeisterschaft auch fahren, natürlich nicht auf den Strecken, wo die Profis fahren. Aber einmal hat uns ein Profi begleitet, und zwar Zdeněk Stýba, der mit uns gefahren ist und uns auch schon ein paar Eindrücke zu dem Rad verraten hat. Was er gesagt hat, außerdem noch Gespräche mit den Entwicklern aus Deutschland und meinen Fahreindruck findet hier im Video. Es wird spannend, also bleibt dran. Ja, da bin ich wieder. Bei mir sind Sepp und Jens von Specialized in Freiburg. Sie haben die Entwicklung des Aethos maßgeblich mitgestaltet und dafür gesorgt, dass das Rad das leichteste Rennrad, was Specialized je gebaut hat, wurde. Ich weiß nicht, ob ihr den Test gesehen habt. Den Test findet ihr auf Rennrad News. Verlinke ich euch in den Kommentaren. Jetzt kommt das zweite Rad, was von dieser Technik profitiert. Es ist das Crux. Ich gebe mal direkt an dich weiter. Mhm. Was waren so die Herausforderungen? Ja, also die erste Herausforderung war, das Projekt hat bei dem Aethos während der Entwicklung angefangen. Und da war die grundsätzliche Idee, okay, lass uns dann die Reifenfreiheit von einem Diverge mit dem Leichtgewicht von einem Aethos plus nochmal die Geometrie von einem Crux, von dem Vorgängermodell, alles in einem Rad quasi vermischen. Das war die Herausforderung schlechthin, weil das sind schon Ziele, die sich widersprechen. Das sind auch Ziele, die für sich sehr, sehr schwierig sind. Ich frage nochmal eben nach, also man muss sich quasi vorstellen, ihr habt 100.000 Rahmen berechnet, erstmal beim Aethos. Richtig. Und konnte man jetzt die Ergebnisse einfach übertragen auf das neue Crux oder wie muss man sich das dann vorstellen? Konnte man einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt das Oberrohr vom Aethos und machen eben die Radbasis ein bisschen länger, damit wir ein Gravelbike-Geometrie haben oder wie muss man sich das dann vorstellen? Ja, also das wäre natürlich zu einfach gewesen, aber im Grunde genommen haben wir diese Datenbank, ja, auf der wir jederzeit zugreifen können. Und als Startpunkt haben wir natürlich von der Entwicklung vom Aethos profitiert. Wir haben nur die Parameter ein bisschen anders eingestellt und damit die Testergebnisse auch in einer anderen Art und Weise filtriert sozusagen. Ja? Also man hat eine Analyse, eine spezielle Analyse nur für den Crux gemacht, also sprich für das Layout vom Crux, aber auch für die Belastung, die da am Rad, die natürlich anders sind wie Belastungen auf einem Aethos. Oder Sepp hatte ja jetzt andere Parameter erwähnt. Ein anderer Parameter ist ja die Geometrie. Und kannst du kurz erklären, Jens, was so die Unterschiede in der Geometrie sind zwischen diesem Rad und dem Diverge zum Beispiel? Wir sind bei diesem Rad deutlich sportiver unterwegs als am Diverge. Wir haben ein deutlich höheres Tretlager als am Diverge. Wir sind jetzt bei 72 mm BB Drop und wir haben etwas längeren Reach. Und insgesamt ist das Rad deutlich mehr auf Performance ausgelegt als. Stichwort Steinschlag. Gibt es da auch ein anderes Carbon-Layup für solche Szenarien, wenn man jetzt mal über so eine Gravel-Piste kachelt und die Steine von unten gegen das Unterrohr prasseln? Generell mussten wir für dieses Rad eigentlich das Carbon-Layup nochmal general oder neu entwickeln. Und ja, zum Thema Steinschlag ist natürlich an so einem Gravelbike das Downtube im unteren Bereich nochmal verstärkt bezüglich der Wandstärke, um hier einfach die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen bezüglich solcher Szenarien. Jens, du hast das Rad im Fieldtest gehabt. Wie muss man sich so einen Fieldtest vorstellen, jetzt auch zum Beispiel bei der Gabel? Es geht da vorrangig um die Evaluation der Steifigkeitswerte und zu schauen, zu checken, ob die Komponenten ranpassen. Und dann
haben wir vor allem verschiedene Revisionen, die wir probefahren bezüglich der Steifigkeit und schauen, wie fühlt sich das Rad an, macht es das, verhält es sich so, wie wir das wollen, erwarten. Und dann haben wir die verschiedenen Komponenten, die natürlich gespeckt werden sollen und ans Rad passen sollen und schauen, ob das alles passt, wie wir uns das vorstellen. Dem voran geht natürlich das Lab-Testing, wo dann verschiedene sicherheitsrelevante Tests durchgeführt werden. Und da haben wir natürlich die Standard-ISO-Tests und auch darüber hinaus die Specialized-spezifischen Tests. Und ein Besonderes an diesem Rad ist noch, dass wir im Vergleich zu dem Vorgängermodell eben noch höhere Testanforderungen zu erfüllen hatten bezüglich der Gabelsicherheit und auch des Rahmens. Und haben dennoch eben ein super leichtes Rad entwickeln können. Ja, das war's von der Entwicklung des Crux. Ich will euch noch so ein paar Sachen erzählen, die ich von den 3 Tagen hier mitgenommen habe, auch ein paar Einblicke in Details geben. An 3 Tagen bin ich das Rad gefahren. Unter anderem war auch einmal der Next Tiber dabei, der uns begleitet hat, und er hat uns auch seine Eindrücke zum Rad verraten. And it just, what I feel as first is like the acceleration. Yeah. You know that it really, when you go out of saddle, that it accelerate. Nice. So good. Yeah, that's great to hear. I'm curious to, you know, to put the tubes on. Yeah. And then I just really tried in the forest. Yes. Like now when I ride on it, I have taste already to go somewhere in the forest and to do some bunny hops and riding around in the forest. That's awesome. I still have to wait 2 weeks. Yes. Ja, soweit der Eindruck des Cross-Weltmeisters von einst, der auch demnächst bei Paris-Roubaix an den Start gehen wird wieder und auch mit dem Rad im Winter Rennen fahren wird. Er hat uns gesagt, dass er im Dezember wieder an den Start gehen wird. Ja, ich habe es gesagt, ein Gravelbike ist das Crux und ein Cyclocross-Rad. Da fragt man sich natürlich, Specialized hat ja schon Gravelbike im Programm. Was sind da die Unterschiede zum Diverge, dem anderen Gravelbike von Specialized? Also erstmal grundsätzlich gibt es das Rad ab Werk von Specialized nur mit Einfachantrieben, und zwar konsequent setzt Specialized hier auf SRAM Explore Antriebe, eine Gruppe, die wir auch schon getestet haben. Das bedeutet vorne ein Kettenblatt, hinten Ritzel von 10 bis 44 Zähnen in dem Fall, vorne 40er Kettenblatt. Also man hat schon eine kräftige Untersetzung, wenn auch nicht wie bei einer richtigen Gravelbike Gruppe mit dem 10-50er Kettenblatt, aber doch schon eine ordentliche Untersetzung. Und ich bin mit dieser Untersetzung hier auch nie in diesem Terrain hier mit vielen kleinen Stichen, auch mit Kopfsteinpflasterstichen, wie es hier eben so üblich ist in Flandern, nie an meine Grenze gekommen. Es waren sandige Wege dabei, also die Übersetzung passt zu dem Einsatzbereich von dem Rad perfekt. Außerdem gibt es natürlich 2 Framesets, wie immer bei Specialized, in verschiedenen Carbonqualitäten. Und wer das Rad zweifach fahren will, kann das tun. Man kann, es ist vorbereitet für die Umwerferaufnahme, und aber nur mit einem elektronischen Umwerfer. Das heißt, es gibt keine Vorbereitung für einen mechanischen Umwerfer. Neben den Explore-Gruppen gibt es auch noch eine SRAM Rival 1x11-Gruppe in der Ausstattung. Das ist das Einstiegsmodell. Das kostet so um die 4.000 Euro. Die Preise stehen noch nicht ganz fest, hat Specialized gesagt. Ja, das ist natürlich deutlich mehr, als so ein Rad mit SRAM Rival 1x11-Gruppe normalerweise kostet. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass man dafür den 825 Gramm leichten Carbonrahmen bekommt, ist das vielleicht für den einen oder anderen doch eine Überlegung. Für wen könnte das eine Überlegung sein? Das ist natürlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und das hat viel damit zu tun, wie das Rad fährt. Denn letztlich, für wen ist so ein Rad interessant, was technisch so ausgereizt ist? Für Leute, die wirklich ambitioniert fahren oder die einfach ein schönes Fahrgefühl haben wollen. Denn das Rad hat ein Wahnsinnsfahrgefühl. Ich fange mal mit meinem hervorstechendsten Eindruck an. Und zwar ist das überraschenderweise ein bisschen für mich der Komfort am Sattel, obwohl das Rad eigentlich keine besonderen Maßnahmen hat, einfach und sogar ja ein höheres Oberrohr als das Diverge, fand ich den wirklich bestechend. Also das wirkt ähnlich wie eine leicht gefederte Sattelstütze, deutlich besser als die meisten einfach nur auf den Carbonflex beruhenden Sattelstützen. Muss man natürlich einschränkend dazu sagen, dass ich hier den Mirror-Sattel auch gefahren bin. Aber das war ein bestechender Eindruck. Dann der zweite bestechende Eindruck, natürlich die Leichtigkeit. Also es ist einfach
einfach ein Hammer, wenn man sich auf das Rad schwingt, das Bein über den Sattel schwingt, im Cross-Start losfährt und wie das nach vorne geht. Das ist genau das Gleiche wie beim Ethos eigentlich. Das Erlebnis, was ich da erfahren habe, das setze ich hier nahtlos fort. Also diese Fahrdynamik zu erfahren, man fühlt sich eigentlich, bei jedem kleinen Anstieg fühlt man sich so ein bisschen befeuert eigentlich von dem Rad, weil das so leicht ist. Man kann es wirklich erfahren. Jetzt hat das Rad, was ich hier gefahren bin, natürlich auch noch zusätzlich die leichtesten Laufräder, die Specialized so im Programm hat für Gravelbikes, und zwar die Terra CLX sind das mit 25 mm Maulweite, die auch nur 1300 Gramm wiegen. Also die tragen natürlich sicherlich auch noch zu dem Fahrerlebnis bei. Andererseits hat es wiederum auch die Specialized Pathfinder Reifen, hervorragende Reifen, die wir ja auch schon getestet haben und die auch ein super Testergebnis erzielt haben, einen Tipp bekommen haben von uns wegen ihrer leichten Rolleigenschaften und Allround-Eigenschaften. Die sind aber eben nicht besonders leicht. Also das gleicht sich so ein bisschen wieder aus. Die wiegen so 50 Gramm mehr als andere leichte Gravel-Reifen und deutlich mehr als Cross-Reifen. Das heißt auch, wenn ich mir jetzt hier so einen typischen Cross-Schlauchreifen-Laufradsatz dran packe mit leichten Cross-Schlauchreifen, dann kann ich das Gewicht von diesem Rad, was ja 7,25 Kilo wiegt, nochmal deutlich drücken und vielleicht auf 6,9 Kilo bekommen. Und damit ist man schon fast an der UCI-Grenze bei einem Geländerennrad. Ja, Stichwort Geländerennrad. Wie fährt das Rad denn jetzt im Gelände? Was bin ich hier gefahren? Ich bin hier überwiegend Gravelwege gefahren. Gravelwege mit grobem Schotter, mit feinem Schotter, mit Sand, tiefem Sand. Auch mal ein bisschen Schlamm dabei, womit das Rad jetzt mit diesen Reifen nicht so gut zurechtkommt. Und viele knackige Anstiege. Und ja, den einen bestechenden Eindruck habe ich schon gesagt, die Leichtigkeit des Rads. Das andere ist, auch mit diesen 38 mm Reifen kommt das Rad eigentlich auf sehr vielen Untergründen super klar. Es ist jetzt nicht so, dass es wegen der anderen Lenkgeometrie ständig twitchy würde oder so, dass man so sich aus der Spur gebracht fühlt, sondern es bleibt eigentlich trotzdem gut kontrollierbar. Ist nicht wie so ein ganz nervöses Cyclocrossrad, was man ständig aktiv in der Spur halten muss, sondern es läuft, geht eigentlich auch gut, auch mal über so groben Kies drüber. Und einen Crosskurs hatte ich jetzt leider nicht hier zur Hand, aber ich habe es mal geschultert, das geht. Auch wenn da die Flaschenhalter jetzt hier im Weg waren, aber man kriegt das Rad gut auf die Schulter, weil man eben das höhere Oberrohr gut anpacken kann. Man kann es auch gut um enge Kurven fahren, also auf so einem engen Feldweg wenden, überhaupt kein Problem. Und ja, es ist so ein bisschen, es verbindet so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Die Agilität von einem Cyclocrossrad, von einem klassischen Cyclocrossrad, auch die Bodenfreiheit mit dem etwas beruhigteren Lauf von einem Gravelbike. Allerdings muss man wirklich auch dazu sagen, ein richtiges Gravelbike, mit dem man auch mal gerne einen Trail fährt oder ja, dass man für eine lange Strecke einsetzen will, also zum Beispiel für so 120 Kilometer, bei denen es auch mal wirklich über üble Pisten geht, zum Beispiel Dirty Kansas oder beziehungsweise Unbound Gravel, wie es jetzt heißt, das ist es nicht. Also, denn dazu kommt nämlich auch noch, dass es eine sehr sportliche Sitzposition hat. Ihr seht die Überhöhung von dem Rad. Und das ist in meiner Größe eingestellt. Ich bin 1,80 groß. Man sitzt also schon auch wie auf einem richtigen Straßenrennrad auf diesem Rad. Die Steuerrohre sind so im Schnitt ungefähr 5 mm tiefer als schon bei einem sportlichen Crossrad. Also es ist wirklich, Specialized sagt, man hat die gleiche Performance-Geometrie wie bei den Straßenrennrädern. Und das kann man auch merken. Also wer jetzt stundenlang im Sattel sitzen will und möglichst hohen Komfort haben will, ist mit diesem Rad eindeutig nicht gut beraten. Aber für mich ist es so ein bisschen die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches, nämlich so eine Mischung aus einem super leichten Cyclocrossrad und einem Gravelbike. Mir hat immer die höhere Reifenfreiheit bei den klassischen Cyclocrossrädern gefehlt. Es gibt einige, die erreichen ähnliche Reifenfreiheiten, zum Beispiel das Giant TCX, was wir auch getestet haben, aber nicht diese 47 mm, die eben dieses Rad hat. Alle Details zu dem Rad, alle Ausstattungsvarianten,
findet ihr im Artikel auf Rennrad News, den wir hier in den Kommentaren für euch verlinkt hat. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Mir hat es jedenfalls super Spaß gemacht, hier rund um Löwen mit dem Rad unterwegs zu sein. Und irgendwie ist es auch passend, dass das hier auf einer Radweltmeisterschaft vorgestellt wurde, auf einer Straßenradweltmeisterschaft, denn das Rad fühlt sich an, fühlt sich im Gelände an wie ein Straßenrad. Und das ist eigentlich das größte Fazit, was ich so mitnehme. Außer dem Komfort, den ich ja eben beschrieben habe, der wirklich auch erstaunlich ist, auch mit den 38 mm Reifen, die hier drauf sind, ist das der bleibendste Eindruck, den ich aus diesem Test nach den 3 Tagen mitnehme, dass man mit dem Rad wirklich im Gelände unterwegs sein kann, wie mit einem Straßenrad, so wie es ja eigentlich mal gedacht war, Gravelbiken, wo es aber in der letzten Zeit immer weiter sich von entfernt hat. Ja, das war's aus Löwen. Die Cross-Saison fängt jetzt bald an. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal oder schaut auch einfach so mal wieder vorbei. Tschüss aus Löwen.